Die Corona-Zahlen steigen weiter und dann noch das vorläufige Aus für AstraZeneca. In Berlin müssen deswegen tausende Impftermine abgesagt werden. Auch in Brandenburg läuft's schleppen. Nach 2 Monaten warten Ü-80-Jährige immer noch darauf, dass der Postbote mit einer Impfeinladung vorbeischaut. Ja, so lahm hat zeitweise kein anderes Bundesland geimpft. Konsequenz: Ministerpräsident Woidke tauscht jetzt das Personal aus. Der Innenminister wird jetzt Impfminister. Und Gesundheitsministerin Nonnemacher, die darf nicht mehr ran. In diese Räume wird der Krisenstab demnächst einziehen. Spätestens am Montag kann es losgehen. Bis zu 30 Personen sollen hier arbeiten. Warum nun zukünftig der Innenminister zum Impfminister wird, statt wie bislang die Gesundheitsministerin, das verwundert auch die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg. Wir hatten mit dem Gesundheitsministerium einen sehr verlässlichen Partner im Rahmen der Impfkampagne, auch einen Partner, der sich sehr gut im Gesundheitswesen auskennt. Deswegen haben wir in den letzten Monaten auch sehr gut zusammengearbeitet. Natürlich ist in den vergangenen Wochen nicht alles reibungslos gelaufen in Brandenburg. Die Hotlines für Impftermine waren überlastet. Viele wurden wieder nach Hause geschickt, weil nicht genug Impfstoff geliefert worden war. Und jetzt auch noch der Stopp des Impfstoffes von AstraZeneca. Über den Verzug beim Impfen ärgerte sich heute auch die Berliner Gesundheitssenatorin Kaleitsche und beklagte für Berlin einen deutlichen Rückstau. Durch den Stopp konnten jetzt bis Freitag ungefähr 6.000 Menschen ihr Impfangebot nicht in Anspruch nehmen. Aber es ist unkompliziert, die ihre Mailadressen und Telefonnummern hinterlegt haben bei der Buchung, werden informiert. Es wird zügig einen Ersatztermin geben, selbstverständlich. Die Europäische Arzneimittelbehörde will morgen über den Impfstoff von AstraZeneca entscheiden. Sollte sie grünes Licht geben, könnte in Berlin schon am Freitag weitergeimpft werden. Unsere Empfehlung ist dann, so unbürokratisch wie nur irgend möglich mit allen umzugehen. Wir werden versuchen, eine Lösung zu finden, dass man jemand, der dann kommt, aber schon einen Impfcode hatte und damit auch eine Berechtigung hatte, in Berlin geimpft zu werden, dass man den, dass derjenige nicht nochmal kommen muss. Das heißt, möglichst keiner, der diese Woche einen Termin verpasst hat, soll weggeschickt werden. Für manche eine sehr, sehr gute Nachricht. Außerdem will ich nämlich gerne AstraZeneca haben. Das ist nämlich der vektorbasierte Impfstoff, der ist viel besser. Heute hat schon mal die Weltgesundheitsorganisation die Fortsetzung der Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca bis auf Weiteres empfohlen.